Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Schwestern im Islam. Wie ihr wisst, machen wir schon seit über 10 Jahren Videos über den Islam. Und am Anfang war das Hauptziel gewesen, alle Scheinargumente, die gegen den Islam vorgebracht werden, zu widerlegen. Und mit der Huld von Allah ist es so weit gekommen, dass es heutzutage nie vorkommt, dass uns irgendeine islamkritische Frage gestellt wird und wir nicht auf irgendein Video verweisen können. Wo ist dein Problem? Ja, die Frau, wie ist das mit der Rolle der Frau im Islam? Warum darf der Mann 4 Frauen haben? Hier, schau dir das wieder an, die Frau im Islam. Was ist dein Problem? Ja, warum hat der Prophet so und so viele Frauen gehabt? Hier, schau dir das Video an, die Frauen des Propheten. Was ist dein Problem? Ja, im Koran steht dieses und jenes über Krieg. Hier, schau dir das Video an, Krieg und Frieden im Islam. Was ist dein Problem? Ja, mein Problem ist, ja, im Koran steht so und so, die Sonne geht in einem... Dhulqarnain hat die Sonne untergehen sehen. Ja, bitteschön, schau dir das Video an. Angeblich Widerspruch im Koran. Das heißt, so immer eigentlich wurde schon darauf geantwortet. Das heißt, alle Fragen, die ein Nicht-Muslim hat, die ihn daran hindern könnten, den Islam anzunehmen, es wurde schon vor Jahren darauf geantwortet. Nur, es ist natürlich auch eure Aufgabe. Ich höre dann, Leute, da nimmt jemand Islam an oder es nimmt jemand nicht den Islam an, anstatt ihm die Videos zu schicken und zu sagen, hier, schau dir das Video an, Mann, schau dir das Video an. Man muss sich auch selber bemühen. Ihr könnt nicht von uns erwarten, dass wir euch alles vor die Nase binden. So. Das heißt, verbreitet die Videos. Es ist leider durch die Medienhetze so weit gekommen, durch die Dummschwätzerei, dass sogar Muslime Angst haben, bei uns die Videos zu liken. Ja? Oder die Videos zu teilen, weil sie Angst haben, sie werden danach von irgendjemandem niedergemetzelt. Ja, der ist doch so und so, der ist doch für ISIS. Wenn ihr zu doof seid, ja, und wie gesagt, braucht ja keiner anzusprechen, der sich nicht angesprochen fühlen muss, muss jetzt keiner beleidigt vorkommen. Ja, aber wenn jemand zu blöd ist, zu sagen, der ist überhaupt nicht von ISIS, der ist gegen die, oder zu sagen, hier, das, was in Medien steht, das stimmt gar nicht. Wenn jemand zu blöd davon ist, dann soll er sich besser in die geschlossene Anstalt einweisen lassen. Also ich meine, ein bisschen Selbstständigkeit muss man schon erwarten können. Und ein bisschen Mut muss man als Muslim auch erwarten können. Ja, wenn ich bedenke, wie viele Leute, und ich weiß ganz genau, wenn ich irgendwo auf der Straße gehe, kommen so viele Leute an, oh, können wir ein Foto schießen, oh, können wir ein Autogramm haben, oh, können wir dies machen, oh, können wir das machen, oh, können wir dies machen, ach ja, ich finde die Videos da so toll. Aber wo sind die Leute, wenn man sie braucht? 3. September 2016, wo sind die ganzen Schulterklopfer? Ja? Das heißt, von 100 bleibt dann einer übrig am Ende. So, von daher, wenn man noch nicht mal in der Lage ist, ja, Videos zu teilen, Videos zu verbreiten und dadurch auch die Dauer, weil es geht ja nicht um unsere Videos. Wenn ihr Videos findet über die Themen, die besser sind, verbreitet diese Videos, kein Problem, geht nicht um mich. Es geht um die Dauer, es geht darum, den Islam zu verbreiten. Wir haben uns Mühe gemacht, nur es ist eine abscheuliche Charaktereigenschaft, Angst zu haben noch nicht mal Zivilcourage zu haben, für seine Sache einzutreten, ja. Vor kurzem war eine Demo, PKK-Demo in Düsseldorf. Die hatten alle den Mut gehabt, die Bilder von Abdullah Öcalan, der ganz offiziell als Terrorist gilt, hochzuhalten. Das war sogar verboten, die haben es trotzdem gemacht. Bei uns hat man noch nicht mal den Mut zu sagen, ey, das, was über den und den erzählt wird, stimmt gar nicht. Bei einer Person, die gar kein Terrorist ist und gar nicht als Terrorist angesehen wird, sondern wo nur in den Medien mal hier und da was geschrieben wird. Was sind wir für Luschen? Was sind wir eigentlich für Luschen? Ja? Jede Gruppe steht zu ihrer Sache, außer bei uns. Jeder macht sich in die Hose. Also, ich kann euch nur eins sagen, wie ich schon gesagt habe, wer sich noch nicht mal traut, die Videos zu teilen oder Videos zu verbreiten oder Videos zu liken, der kann auch die Seite direkt entliken. Ja? Wir brauchen keine Likes. Ja, wir brauchen keine Likes. Wir haben die Seite nicht gemacht, um Likes zu haben. Wir haben die Seite gemacht, damit die Botschaft verbreitet wird. Und da muss man halt zusammenarbeiten. Wir sind keine Unterhaltungsteam, sondern wir müssen zusammenarbeiten. Und wenn man wirklich noch nicht mal in der Lage ist, ein Video zu teilen, wodurch vielleicht Leute zum Islam kommen können, dann sollte man sich wirklich was schämen. Dann sollte man sich wirklich was schämen. Ja? Deswegen möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle recht leiten. Und ich habe ja schon mal gesagt,
ich mache diese Sache weiter für Allah subhanahu wa ta'ala, möge Allah mir Ikhlas geben. Aber wenn es mir um die Umma in Deutschland geht, von der bin ich so enttäuscht, hätte ich schon lange aufgehört. Bis auf einige wenige Ausnahmen. Assalamu alaikum.